geht ab, Freunde? Herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute haben wir wieder ein sehr, sehr geiles Format. Auch der erste und zweite Teil ist sehr gut angekommen. Deswegen dachte ich mir so, ey, wir machen einfach mal einen dritten Part von wie viel ist dein Scooter wert? Ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange. Wir fangen direkt an. Hier haben wir die ganzen Kandidaten. Da haben wir auch noch einen. Okay, ich würde sagen, wir fangen von da hinten an. Gehen hier Reihe rum. Let's go. So, hier ist der erste Kandidat. Adrian. So. Stell mal ruhig den Scooter vor. Ja, ich fahre einen Lucky Cody Flomdeck. Ja. Wie teuer ist das circa? 130 Euro. Oh, okay. Dann eine Lucky Hurricane Fork, IHC. Mhm. Kostet, glaube ich, 70 Euro. River Reels von Justin Carter. Oh, die sind auch sehr schön aus. 100 Euro. Dann, keine Ahnung, ich glaube auch ein Lucky Headset, 20 Euro. Tilt Double Clamp, 50 Euro. Mhm. Und die Lucky Titan war 200 Euro. Und die Griffe? Was sind das sind Fahrradgriffe. 5 Fahrradgriffe? Euro. Ja, aber die sind sehr weich. Ist schon sehr geil. Ja. Also, hier habt ihr auf jeden Fall den gesamten Preis. Dein Instagram kannst du natürlich auch sehr gerne sagen. Nein, danke. Nein, danke? Perfekt. Er ist sehr scheu. So, dann kommen wir auch schon direkt zum nächsten Kandidaten. Komm mal her. Du warst tatsächlich auch schon in anderen Teilen dabei, ne? Ja. Sehr, sehr wild. Also, ich glaube, ich brauche gar nicht sagen, du weißt ja, wie es läuft. Ja, das ist ein Kaiserdeck in Blau. Das kostet 120 Euro. Und das ist einen S-Wheel von Anacuda und ich glaube, das kostet Blade Wheel. Also ein Zweierpaar 60 Euro, bin ich mir nicht sicher. Also denke ich mal 1,30 Euro. Das ist ein Striker-Wheel, da kosten ein paar auch 60 Euro oder 70 Euro, also denke ich mal 35 bis 30 Euro. Dann ist das eine Legion Fork, die kostet 59 Euro. Das hier ist eine Tilt Clamp, die kostet auch 50 Euro. Und eine Kronos Bar, die 180 kostet. Headsets sind ja zwei verschiedene. Ich denke mal, die kosten zusammen auch um die 25 Euro. Und noch Odi-Griffe, die kosten 12 Euro, glaube ich. Sehr wild. Natürlich, Freunde, Preis ist wieder drin. Du darfst natürlich deinen Instagram-Namen auch nochmal sagen. Lennart STT. Sehr wild. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir kommen direkt zum nächsten. So, ich weiß gar nicht, warst du auch schon mal mit dabei? Bei wie viel ist dein Scooter wert? Nee. Okay, dann, naja, du hast ja gerade gesehen, wie es läuft. Parts sagen, ne? Wie viel die kosten? Am allerbesten, es muss nicht alles zu 100% stimmen. Ich meine, man kann ja auch ein bisschen schätzen, wenn man nicht den genauen Preis weiß. Ich würde sagen, fangen wir an. Ich habe zwei Honeycomb Wheels, die kosten zusammen 70 Euro. Dann Hella Grip Tape, das kostet 12 Euro oder so. Pandemonium Deck 180. Eine Ethic Mirror Fork 80 Euro. Striker Headset 25. Diese JP Clamp auch 25. Dann Korba, die kostet 209 und dann noch Audi-Griffe, die Standard, auch 10 Euro. Auch sehr wild, ein komplettes silbernes Setup. Der Lenker war aber, glaube ich, mal schwarz, oder? Ja, ich habe den von Danny gekauft. Ach, von Danny sogar. Ah, sehr wild. Okay, sehr, sehr nice. Dein Instagram darfst du natürlich auch nochmal sagen, ne? Florian.morenck. Okay, also ich konnte es mir auf jeden Fall nicht merken. Okay, let's go, wir machen weiter. So. Du bist jetzt auch tatsächlich neu. Also wir haben hier tatsächlich wirklich im Part 3 sehr viele neue Leute, die auch nicht unbedingt immer hier fahren. Ich würde sagen, ja, stell mal deinen Roller vor. Ich habe Lotus Wheels von Root Industries, die kosten im Paar 70 Euro. Dann habe ich eine Ethic Marrow Fork V2, die kostet 100 oder 90 Euro. Also 90 Euro, 100 Euro. Dann habe ich ein Ethic Pandemonium, die kostet 200 Euro. Und ein Core Grip Tape, das kostet 10 Euro. Headset habe ich, glaube ich, Striker oder so. Mhm. Kostet auch 20 Euro. Ja, das Headset ist ja immer so um die ja. 20, ne? Eine JP Ninja Clamp in Silber. Die kostet 25 Euro oder so. Mhm. Und noch eine Core Apollo, die kostet 200. Und noch Standard Odi-Griffe, die kosten 12. Sehr nice. Dein Instagram-Namen darfst du natürlich auch nochmal sagen. Johannes.stk. Alles klar. Sehr nice. Vielen Dank natürlich, dass du auch dabei warst. Ich würde sagen, wir kommen zum nächsten. Einmal, ich fahre ein paar Honeycomb Wheels. Ich glaube, ein paar kostet 60 Euro. Mhm. Dann habe ich mir noch einen Fender gekauft von Apex, passend zu dem Apex Deck. Das habe ich, wild. Das habe ich gekürzt. Also, ja, ich sehe schon, hinten so ein bisschen abgerundet, ne? Das hat der liebe Dean gemacht. Ah, sehr nice. Ich habe auch schon gesehen, das ist gut gekürzt tatsächlich. Ich dachte schon, du hattest das gemacht. Nee. Genau, dann habe ich hier einmal die Aztec Circa Fork. Die Farbe ist jetzt nicht ganz so passend zum Setup, aber die ist halt überall ausverkauft und die kostet, glaube ich, auch 120 Euro. Auf jeden Fall ultra teuer.
Sehr nice. Aber ich meine, wenn du die silber machen willst, also wenn dir die Farbe auf den Sack geht, kann ich dir nur empfehlen, mach das mit Ofenreiniger, dann machst du die komplett raw. Dann sieht die danach silber aus. Klingt gut, probiere ich mal aus. Ja. Genau, dann habe ich hier einmal eine Blunt, nee, nicht Blunt. Das ist eine Ethic Glow. Ja, genau, ne? Ethic Silk Clamp. Ich glaube, die kostet 25 Euro. Und die habe ich passend zum Setup silber lackiert. Mhm. Genau, ich fahre hier noch eine normale Longways Kronos Bar. Ich habe die gekürzt. So viele fahren die irgendwie? Ja. Also auch, aber die nächsten Kandidaten fahren die auch. Das ist voll krass, okay. Auch die habe ich von Dean kürzen lassen. Ich glaube, die kostet 180 Euro. Mhm. Und links und rechts halt Standard Odi-Griffe in schwarz. Ich glaube, 10 Euro. Ja, 10, 12 Euro kosten die, glaube ich, genau. Immer so ungefähr, ja. Und dann noch ein Core-Headset. Ich glaube, das kostet 20 Euro. Mhm. Ja, ich glaube, das war's. Ja, sehr nice. Sehr cooles Setup. Deinen Instagram-Namen darfst du natürlich auch nochmal sagen. Steven.bedeker. Sehr nice. Okay, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich würde sagen, wir kommen mal direkt zum nächsten. Ich fange oben bei den Griffen an. Ich habe ODI-Griffe, die kosten so 12 Euro. Dann habe ich eine Longway Kronos Bar, die kostet 180 Euro. Dann habe ich eine Ethic Silph Clamp, die kostet so um die 25 Euro. Dann habe ich ein No-Name-Headset, das weiß ich jetzt nicht genau, das kostet, sagen wir einfach mal so 20 Euro. Ja, ja. Dann habe ich eine Striker Fork, ich glaube 40 Euro. Ja, die habe ich sogar auch. Ich glaube 40 oder 50 Euro kostet die. Ja. Die hast du auch abgeschliffen, ne, so ein bisschen? Ja, ja, die habe ich von Connor bekommen. Ah, sehr nice, okay, cool. Dann habe ich zwei Paar Core Reels, die kosten, glaube ich, ein paar 60 Euro. Und dann habe ich noch ein Pundit, das kostet so um die 200 Euro. Sehr nice. Und Grip Tape Anacuda, ne? Ja, 10 Euro. Auf jeden Fall, deinen Instagram-Namen darfst du natürlich auch nochmal sehr gerne sagen. Julius.hpke. Sehr nice. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Kandidaten. Also ich fange auch oben an. Das sind Odi-Griffe in grün, 12 Euro. Dann habe ich hier eine Kronos Titanbar, 200 Euro oder so. Dann eine Ethic Silph Clamp, 25 Euro. Hier habe ich ein Affinity Headset. Das kenne ich auch noch gar nicht. Ja. Die Topcap, finde ich, sieht auch sehr geil aus. Ja. Coole Details irgendwie drauf. Das kostet so 25. Dann hier eine Ethic Mirror Fork in schwarz für 75 oder so. Mhm. Dann hier JP Wheels von Luke Green. Die kosten 70 auch. Dann ein Pandemonium Deck für 200 Euro. Und hier noch so ein Grip Tape, das hat 5 Euro gekostet. Ja, sehr geil. Deinen Instagram-Namen darfst du natürlich auch nochmal sagen. Jonas_gut10. Sehr nice. Dankeschön auf jeden Fall auch, dass du dabei warst. Ich würde sagen, jetzt kommen wir mal zu Alex. So, auf jeden Fall, Freunde. Ja, viele kennen Sigurd, mich auf jeden Fall. Ich bin du siehst mitgenommen aus. Was ist da los? Bro, einfach Faceblend gehabt. Gerade bei der Session. Deswegen chill ich auch hier in Schlappen. Ja, ich brauche mehr auf Roller fahren. Dem Bre geht's gar nicht gut. Du drehst auf jeden Fall so ein Video, wo man sich jetzt nicht anstrengen muss. Auf jeden Fall, ja. Das sieht man auch hier ganz gut. Ja, und also, dass ich dein Auge. Warte mal. Boah, ein Alter. Ein Horn gewachsen, muss ich sagen. Also auf jeden Fall kommen wir zu meinem Roller. Eigentlich kennt man den. Ist, ja, Full Anacuda Roller. Aber leichte Veränderung. Ich sehe ja, schon ein anderes Deck. Anderes Deck, andere Farbe des Decks auf jeden Fall. Ich bin wieder ein bisschen auf Parkum gestiegen, ne? Davor Quadtrack gefahren. Aber auf jeden Fall fahren wir ganz chillig oben an. Also auf jeden Fall Odi-Griffe, ODI. Ja, 12 Euro plus minus, würde ich sagen. Dann kommen wir einmal zu der Bar. Das ist eine Special Bar. Die kostet 450 Euro tatsächlich, Freunde. Wir kommen gleich nochmal dazu und ich erkläre euch warum. Auf jeden Fall, dann kommen wir einmal zu der Anacuda Double Clamp. Die sieht eigentlich ähnlich wie eine Tilt Double Clamp aus, aber auf jeden Fall sehr, sehr nice Clamp, hält sehr, sehr lange. Auf jeden Fall, ich glaube, plus minus 20, 25 Euro. Ja, würde ich auch sagen. Dann kommen wir einmal zu der Anacuda V5 Fork. Anacuda V5 Fork, auf jeden Fall eine sehr geile, sehr leichte Fork. Was kostet die denn ungefähr, weißt du das? 60 Euro. 60 Euro. Also 60, so 60, 70 Euro, genau. Ja, auf jeden Fall. Dann einmal 110er Anacuda Blade Wheels, auch sehr nice. Und ein Anacuda IMS Deck, ja. Ja, Blade Wheels erstmal, ne, ein paar, ja, kostet genau, 25 20, Euro. Ja, 25, 20 Euro. Und das IMS Deck einmal 130, 140 Euro auf jeden Fall. Aber das ist, seht ihr hier, ist gecuttet. Die Boxends sind weg. Mhm. Ja, extra halt für Park, damit das ein bisschen leichter ist natürlich. Und ja, ganz halt basic Anacuda Grip Tape, auf jeden Fall 10er. Und auf jeden Fall, Freunde. Headset waren 20 Euro, ach so, ne? Achso, und dazu, das Deck kostet ja natürlich mehr, weil deine Unterschrift drauf ist, ne? das ist aber das alte Deck, glaube ich, von Dean, ne? Ja, nee, das ist mein Deck. Ach so. Das aber auch zwischendurch gefahren. Achso, alles klar. Also das ist, ja, auf jeden Fall mein älteres Deck. Auf jeden Fall, jetzt kommen wir zu dem Special dabei. Warum die 450 Euro kostet. Ja, an das, sich, das will ich jetzt auch mal wissen. Freunde.
kostet die Bar 200 Euro. Aber wenn ich immer so unterwegs bin, irgendwie in der Stadt oder so, siehst du das hier? Was das ist? Das sieht nach Batzen aus. Also, dann hole ich das so raus und kann einfach immer payen. So, weißt du? Und hier sind noch so 250 Euro Standard immer drin, wenn sogar nicht mehr. Ja, auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall geiler Special von der Bar. Kann man sehr gut reinchecken. Und ja, das war's eigentlich. Von ja, also ich fahr Bar, also ich habe leider sowas nicht, aber. Ja. Sehr wild auf jeden Fall. Auf jeden Fall, da schützt auch die Resi. Boah. Ja, weil anstatt Bar-Ins, weißt du, da ist Geld drin. Alex, ich habe jeden gefragt oder zu jedem das gesagt. Du darfst natürlich auch nochmal dein Instagram sagen. Ich habe keine Ahnung, blend das einfach ein. ich glaube, unterstrich Alex unterstrich 16.06, also ein bisschen anstrengender. Dein Name ist ganz anstrengend. Aua. Sehr, sehr. Okay. Ja, okay, ja, das war's eigentlich. Okay, Freunde, ich würde sagen, das war's auch jetzt schon mit dem Video. Ich hoffe natürlich, euch hat's gefallen. Ja, wenn ich natürlich nochmal ein Part 4 machen soll, weil viel steht einfach für Lifestyle. Ich finde, den Lifestyle sollten wir auf jeden Fall erfüllen. Dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Und beim nächsten Mal kann ich ja auch einfach mal meinen Scooter mit reinnehmen. Dann kann ich euch ja einfach mal sagen, wie viel der kostet. Wenn ihr das natürlich wollt, dann schreibt es auch in die Kommentare. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, aktiviert die Glocke, liked natürlich das Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.